draußen. Tja, Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Uncharted 4. Ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann braucht er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. So, und wir sind hier in Madagaskar unterwegs mit Sullivan und mit unserem Bruder Samuel Drake und mit einem Jeep. Sollten wir vielleicht auch mal unterwählen. Ich sehe da vorne Ruinen. Wartet hier, ich sehe mich mal um. Jupp. Und Victor, kommst du immer noch so viel herum? Ich versuch's. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Habe ich gerade erst zu Nathan gesagt. Antiquitätenmeister 37 heißt. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist geil, wie die sich hier unterhalten, wenn man mal nicht im Auto drin sitzt. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, besser losch. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo es im billigsten Geländewagen ist. Warte, Sully. Heißt das, du hast tatsächlich nach Forschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. Ich finde irgendwie witzig. Sully hat zum ersten Mal was recherchiert. Okay, das ist keine so gute Idee, merke ich gerade. Okay, hier geht's weiter. Okay, da geht's nicht weiter. Vielleicht müssen wir auch erst unter der Brücke durch. Diese Brücke könnte man wohl als wackelig bezeichnen. Ja, aber wo geht's hier jetzt hoch? Ja, das weiß ich, Sam. Vielleicht da hoch? Nein. Den Hügel rauf, dann können wir die Brücke erreichen. Ja, das versuche ich doch, Nathan. Nicht Nathan, Sully. Gehe eben wieder zurück. Hier noch was, wo man hoch kann.
Ich hab mal hier. Nee, das ist zu steil. Ist auch zu steil. Da drehen die Räder durch. Ich muss alles absuchen, weil ich habe keine Ahnung, wo wir hoch müssen, um zu dieser Brücke hochzukommen. Das habe ich schon beim letzten Mal, als ich dieses Level gespielt habe, nicht gefunden. Nochmal hier runter. Ups. Zurücksetzen. Gang einlegen. Ich wette, wir müssen. Ja, aber da kommen wir auch nicht hoch. Wie soll man zu dieser verdammten Brücke hochkommen? Ach, guck mal da lang. Sieht vielversprechend aus. Komm schon, Baby. Los, 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 los. Schaff. Oh, da sind wir oben. Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Ja, das versuche ich doch, Sully. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer besser. Alles wird gut. Was meint ihr? Ah! Oh, gut. Vorsicht, Vorsicht! Oh, scheiße, das war knapp. Ja, ist doch alles in Butter. Noch alles geklappt, wir sind drüben. Die Brücke, wo zusammenbricht, kommt, glaube ich, noch. Auf nach oben. Ein Gegenlenk. So kommen wir nicht vorwärts. Die Räder finden keinen Halt. Hier entlang. Hey, langsam habe ich den Dreh raus. Ja. Na bitte. Fahr uns jetzt hier nicht fest. Oh, mein Rückgrat. Geht doch, läuft doch. Ich glaube darüber. Oder?
sieht irgendwie nicht so aus. Es sieht irgendwie so aus. Ah, Alpenspur. Hier ist jemand durchgekommen. Ja, aber wie kommt man da durch? Ah. Am besten jetzt so wenden, dass wir da nicht runterfallen. Einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist richtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Aber Nate war so begierig. Da hat er den Preis verdoppelt. Den hätte er so oder so verdoppelt. Jede Wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Langsam. Klappt doch. Es läuft doch alles. Ich glaube jetzt da hoch. Welchen Felsen? Den Felsen. Nochmal wenden. Den Felsen. Jo, ich hab's kapiert. Wir sollen den Felsen da hochfahren. Bei der Flussmündung da führt ein Weg nach oben. Okay, haltet euch fest. Läuft doch. Nicht, dass wir jetzt da. Hey, mach langsam, Junge. Ja. Ja, doch darum. Also Nathan, du glaubst, Avery, Chu und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil. Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Ich glaube, es geht gerade um Avery. Klappt doch gut. Und genau hier können wir den Part beenden. Passt doch perfekt. Ja. Wenn es mit Dirt Rally nicht läuft, dann läuft es halt mit Uncharted 4. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt heute 2 Dirt Rally Videos machen können, weil ich vergessen hatte, mein scheiß Headset einzustecken. Aber darum soll es in Uncharted 4 gar nicht gehen, weil Uncharted 4 ja läuft. Also, das war's mit diesem Part. Ihr wisst, wie ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen könnt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part bei Let's Play Uncharted 4.